Wunderschön. Guten Morgen, liebe Naturfreunde. Da hinten sieht man den Harz. Ich befinde mich in der Nähe von Seesen, bin noch in der Dämmerung die A7 lang gefahren und habe dann hier an der Nette da unten im Tal Nebel gesehen. Eigentlich wollte ich im Harz in der Nähe von Clausthal-Zellerfeld heute wandern gehen. Aber als ich den Nebel hier gesehen habe, da konnte ich natürlich nicht anders und habe mir dann hier diesen Hügel rausgesucht mit einem ganz netten Blick am Harzrand. Da unten stolziert gerade schon ein Rehbock entlang. Der geht seinem normalen Tagesgeschäft nach und sucht da nach Essbarem. Hin und wieder ruft ein Fasan. Für mich was ganz Seltenes, das freut mich natürlich. Und da hinten am Wiesenrand, da lag auch eine Ricke, jetzt ist sie verschwunden, war recht nah, die hat mich hier wahrscheinlich gesehen. Hier an der Nette, an diesem Häuschen da unten, ist ein bisschen Nebel entstanden, während die Sonne aufgegangen ist. Die wird jetzt allerdings von den hohen Wolken verdeckt. Und der Nebel kam und ging hier so ein bisschen. Ich fand den Bildausschnitt hier ganz nett, habe natürlich auch ein paar Landschaftsfotos gemacht mit dem Häuschen da unten und dem Fernblick und dann auch in den Harzbergen. Über den Wäldern haben sich Nebelschleier gebildet. Die sahen auch sehr hübsch aus, finde ich. Denn die Himmelsröte kam so ein bisschen durch. Ansonsten, wenn kein Himmelslicht durchgekommen wäre, dann wären die die Nebelwolken einfach nur grau gewesen. Aber so waren die zweigeteilt und das Licht im Himmel, die Farben haben reflektiert und sich an den oberen Spitzen der Nebelschwaden, da konnte man dann die Farben des Himmels sehen. Super interessant. Jetzt schaut der Rehbock, glaube ich, zu mir, oder? Der müsste mich doch jetzt reden gehört haben. Nö, putzt nur sein Fell. Und jetzt sucht er weiter nach Essen. Wunderschön. So, jetzt bin ich im Harz angekommen, bin schon ein Stück am Grumbach entlang gelaufen, am Kuttelbacher Graben entlang allerdings. Gleich geht es am Grumbacher Graben weiter entlang zum unteren Grumbacher Teich. Zwei Rehe sind schon vor mir geflüchtet und ein Bussard, den hatte ich auch gerade gefilmt, bin ich den Weg entlang gegangen, aber die große Kamera ist leider im Rucksack.
konzentriere mich heute mal nur auf die Wanderung, möchte die Hände frei haben. Und es nieselt ganz leicht. Ist auch eine interessante Stimmung. Hat viel geregnet in letzter Zeit. Überall steigen die Nebelschwaden auf. Und nachher soll es auch noch stärker regnen, voraussichtlich. Leute, ich bin schwer begeistert vom Grumbacher Graben Trail. Hier zu meiner Linken das künstlich angelegte Wasserregal. Auf der anderen Seite ein natürlicher Bach. Überall gibt es kleine Zuflüsse. Die Vegetation hier einfach nur super hübsch, wirklich. Der Farn hier, die lebenden Fichtenbestände. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass es hier so hübsch ist, obwohl man über den Grumbacher Graben doch immer wieder mal was im Internet liest, scheint doch bekannt zu sein. Ich hatte den nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, ich war hier auch noch nicht, nur in der Nähe im Spiegeltal. Das hatte mir schon richtig gut gefallen. Aber hier bisher muss ich sagen,
finde ich es, glaube ich, noch mal ein bisschen hübscher als im Spiegeltal. Weit ist es jetzt auch nicht mehr bis zum unteren Grumbacher Teich. Geregnet hat es bisher auch nicht wirklich, nur ein bisschen genieselt. Also da war die Vorhersage für diese Region definitiv schlimmer, als es dann jetzt in Wirklichkeit ist. Naja, ein Träumchen soweit. Hier müsste es gleich mal runtergehen zum Teich. Jupp, eine Treppe. Sehr schön. Vielleicht muss ich hier wieder hochlaufen. Weiß gar nicht genau, ob ich dann hier wieder den Rückweg einschlage. Aber mal gucken. Erstmal runter zum Teich. Hier sieht man ihn schon durch die Bäume. Unten hört man das Wasser rauschen. Wird immer lauter. Hier führt noch ein Weg entlang und hier der untere Grumbacher Teich. Das lässt sich doch sehen. Toll. Da oben habe ich schon gesehen, ist irgendeine Hütte. Und da hört man einen lauten Wasserfall. Da führt auch eine Treppe runter, sehe ich. Aber hier führt auch ein Weg hinab. Und den nehmen wir doch jetzt mal. Oh, rutschige Holzkanten hier. Oh, schön dicke Fichte hier. Wow, richtig hübsch. Ja, wieder so ein toller Pfad. Oh, da hat es mich jetzt fast auf die Klappe gelegt. Ganz knappe Kiste. Hübsch, aber gefährlich. Wenn es nass ist zumindest. So, dann schauen wir doch mal, wo das Rauschen herkommt. Ja, hier geht es wieder hoch. Aha, aha. Schön. Ankunft nach einem steilen Aufstieg am Försterplatz. Da hinten fährt gerade ein großer Harvester entlang. Und an den beiden Waldarbeitern im Harvester und einem Förster bin ich gerade vorbeigelaufen. Mit dem Förster habe ich mich auch nett unterhalten. Das war eine richtige Plaudertasche. Die Waldarbeiter haben dann noch zugeguckt, während wir uns unterhalten haben. Ich glaube, da kommt da auch der nette Förster. Naja, er hat auf jeden Fall erzählt, dass hier viel dafür getan wird, dass die Fichten noch am Leben sind. Das Allerwichtigste ist wohl, dass sie rechtzeitig umgesägt werden, wenn erkannt wird, dass sie vom Borkenkäfer befallen sind. Und dass dann das befallene Holz schnellstmöglich entfernt wird. Manchmal werden auch die Holzstapel noch bespritzt, wenn man die nicht so schnell entfernen kann, weil es halt super viel gibt. Aber das ist halt das Wichtigste, dass das befallene Borkenkäferholz schnellstmöglich umgesägt und abtransportiert wird. Und ansonsten ist das hier so ein Kampf gegen Windmühlen, hat er gesagt. Aber warum genau auf einigen Flächen ganz viele Fichten befallen sind und die Flächen kahl sind und auf anderen wiederum nicht, das kann man nicht so pauschal einfach beantworten. Da gibt es viele Gründe sicherlich. Jetzt geht es weiter hier aus dem Försterstieg. Zurück nach Hahnenklee.
Ist das überhaupt der Fürst? Nee, der Sägemühlenweg. Genau, weit ist es auch nicht mehr, ein paar Kilometer. Gerade habe ich das Gespräch mit einem zweiten Förster beendet. Kam noch ein weiterer Förster zu dem, mit dem ich vorher schon gequatscht hatte, dazu. Haben wir uns erstmal zu dritt unterhalten. Und jetzt bin ich mit dem anderen hier noch ein Stückchen gelaufen. Das war auch eine richtige Plaudertasche. Wirklich lustig. Normalerweise spreche ich ja die Leute an und rede dann relativ viel. Aber heute haben die mich wirklich zugequatscht. Haben gar nicht wieder aufgehört zu reden, aber sehr viele super interessante Informationen. Und der zweite Förster hat mir gesagt, wo man hier alte Buchen finden kann. Ich habe die gefragt, ob die irgendwelche alten Bäume kennen. Die würde ich mir gerne anschauen. Ich suche ja immer schöne, alte, urige Bäume. Da freue ich mich ja immer, wenn ich solche Bäume finde. Und er meinte, ja, es gibt ein paar ganz nette Buchen. Hier irgendwo muss ich dann wohl querfeldein bergab und man muss ein bisschen weiter gehen, bis man sie findet. Also vom Weg aus sieht man sie wohl nicht direkt. Jetzt hat es auch wieder angefangen zu regnen, jetzt schon seit 20 Minuten bald oder so. Es geht noch brauche ich den Regenschirm nicht. Und ich gucke jetzt hier einmal, wo ich hier in den Wald reinlaufe. Hier ist vielleicht eine ganz gute Stelle. Ja, ich glaube... Ah, da, das sieht gut aus. Und dann schaue ich mal, ob wir da noch ein paar alte Buchen finden können. Ich gehe nicht davon aus, dass das so richtig fantastische Bäume sind, die man sofort fotografieren möchte oder die ich mir auf der Karte eintrage, wenn Nebel kommt. Aber ich habe jetzt hier die Erlaubnis von den Förstern querfeld einzulaufen und möchte einfach mal schauen, ob da vielleicht ein paar Buchen stehen, ein paar ältere. Die Natur hier ist wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Überall ganz viel Moos und das sieht wirklich urig und schön aus. So, hier ein Borkenkäferfalle sehe ich da unten. Ach. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier weiterlaufe. Also hier sind jetzt so die ersten Laubbäume im Fichtenbestand. Ist jetzt hier unten noch mehr. Sieht schön aus. Ja, man kann nicht sehr weit gucken hier durch den Wald. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mehr in die Richtung oder in die Richtung gehen soll. Ich gehe mal erstmal hier weiter den Weg entlang. Die Förster haben sehr viel darüber erzählt, wie viel Arbeit das ist, den Borkenkäfer in Schach zu halten. Es ist halt einfach, wenn man sieht, dass ein großer Wald vom Borkenkäfer befallen ist und man da einen Kahlschlag macht und Wochen oder Monate zu tun hat. Oder wenn man nur hier und da einen einzelnen Baum sieht und die dann einzeln rausholen muss. Das ist natürlich sehr viel mehr Arbeit. Und da müssen auch die Forstwirte, die Waldarbeiter alle mitspielen, dass sie nicht einfach an solchen befallenen Bäumen vorbeifahren, sondern sich dann auch die Mühe machen, die rauszuholen. Und hier in der Nähe von Lautental, da klappt das wunderbar, muss ich wirklich sagen. Da machen die ganz tolle Arbeit, dass die Fichtenbestände größtenteils noch gut in Schuss sind. Hier sind doch schon mal ein paar alte Buchen. Das sieht doch wirklich schön aus. Mit Moos bewachsen. Jetzt weiß ich nicht, ob er die gemeint hat. Also die sind recht klein, aber urig sehen sie aus. Ja, das ist eine sehr schöne Ecke hier. Ja, das müssten die Buchen sein, von denen er gesprochen hat. Ich sehe zumindest keine anderen. Auch eine lustige Geschichte finde ich, dass ich zuerst die Förster treffe und mich länger mit ihnen unterhalte. Und der eine
verrät mir dann hier diesen Spot, den ich jetzt besuche, und ein bisschen später zieht sogar Nebel auf, kommt hier wellenweise den Hang hinaufgezogen, dass ich jetzt auch zwei Fotos gemacht habe. Hab leider nicht die große Kamera oder das Objektiv für die große Kamera dabei, Weitwinkelobjektiv, deswegen mit der Sony ZV-1 fotografiert. Ja, nette Fotos, nichts Weltbewegendes. Und das Praktische ist auf jeden Fall hier mit der ZV-1, dass dieser kleine Sensor so viel Tiefenschärfe hat und dieses Objektiv an der Offenblende von f1.8, und dadurch kann man halt recht kurze Belichtungszeiten und wenig ISO-Rauschen wählen. Das geht also aus der Hand sehr viel besser, mit so einer kleinen Kamera zu fotografieren in diesem dunklen Wald, als mit einer großen Kamera. Und da oben steht ein Baum, der sehr bemoost ist, der so ein bisschen aus den Fichten heraussticht. Wahrscheinlich sieht man den jetzt nicht. Der wurde schön angeleuchtet, weil da auch eine kleine Lichtung ist im Nebel zusammen. Das sah ganz nett aus. Und wie gesagt, zwei Fotos gemacht. Ist nicht so einfach hier, weil der Nebel sich nicht so lange hält. Der kommt hier immer nur so durchgezogen. Trotzdem lustig. Ach Leute, es regnet jetzt schon eine ganze Weile, aber ich finde es ganz schön. Kennt ihr den Spruch, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Ich freue mich auch über die kleine, ungeplante Waldfotografie-Session und wie heute alles zusammengekommen ist mit den Förstern und dem Wald und dann dem Nebel. Ganz toller Tag wieder im Harz. Zum Schluss zeige ich euch jetzt die vier Waldfotos, die mir so gelungen sind, müssten um die vier sein, zusammen mit ein bisschen Regenprasseln. Und dann war es das auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, was auch immer ihr tut. Habt einen wunderschönen Tag, macht's gut und bis nächstes Mal. Tschüss!